Ich bin die Johanna und das ist die Emily. Und wir sind von der Mittelschule Bad Lernfelden. Wir stellen euch heute das Unternehmen MIBA Battery Systems vor. Okay, dann kommt's mit. Jetzt treffen wir den Fabian, der Lehrling in der IT ist, und der wird uns einiges erzählen. Was macht die MIBA Battery Systems eigentlich? Grundsätzlich produzieren wir Akkus für Autos, Motorräder und andere elektrisch betriebene Geräte. Das ist Barbara, sie ist Applikationsentwicklerin und wir lernen sie ein bisschen kennen. Was muss man mitbringen, damit man gut zu euch passt? Also so eine richtige Voraussetzung, was uns gibt es bei uns eigentlich nicht. Bei uns ist eigentlich jeder willkommen, der teamfähig, höflich, ehrgeizig und lernbereit ist. Die Lea ist eine Softwareentwicklerin. Warum arbeitest du gerne da? Weil jeder Tag neue Herausforderungen mit sich bringt. Wir sind ein junges und dynamisches Team und es macht einfach jeden Tag Spaß, dass man an was weiterentwickelt. Wir sind jetzt in der Produktion. Wir treffen jetzt den Georg, der macht eine Lehre zum Elektrotechniker. Was war bisher das coolste Erlebnis und bist du besonders stolz drauf? Ich hätte gesagt, die erste Vollendung des Akkus, bei dem ich mitgebaut habe. Das war, wie man das sieht, einer von denen. Jetzt stelle ich euch den Fabian vor, der ist Mechatronik-Lehrling und ist bald mit seiner Ausbildung fertig. Warum arbeitest du gerne da? Weil wir ein junges, engagiertes Team haben. Da gibt es immer neue Ideen, neue Herausforderungen und das ist recht spannend, wenn man da jeden Tag was Neues erfährt. Wir treffen jetzt die Laura, die arbeitet in der Buchhaltung und wird uns jetzt ein bisschen was erzählen. Also ich bin in der Buchhaltung tätig und das ist auch meine Aufgabe, dass ich die ganzen Zahlen im Überblick habe. Das heißt, wenn wir Rechnung kriegen, wenn wir Rechnung stellen müssen, wenn wir Auslieferung machen und auch alles drum und dran, was ist mit dem Finanzamt, denen müssen wir natürlich auch was zahlen. Und da muss ich einfach schauen, dass das alles im Überblick ist und dass das alles passt. Also das coolste Projekt, was ich machen durfte, war ein kleineres Projekt, wo ich selber die Projektleitungen alles machen durfte. Und dementsprechend bin ich auch sehr stolz darauf und es hat auch sehr Spaß gemacht. Eigentlich ist jeder Tag ein cooles Erlebnis da. Zurzeit arbeitet man an einem sehr spannenden Projekt und das macht mir halt sehr viel Spaß. Es war ein großes Projekt von uns, wo die ganze Produktion gemeinsam daran gearbeitet hat, wie wir das dann abgeschlossen haben. Das war echt ein super Gefühl. Die MBS ist einfach ein toller Arbeitgeber, weil einerseits ist das Arbeitsklima absolut fantastisch. Also noch nie habe ich irgendwie eine Firma gesehen, wo es so entspannt war. Darüber hinaus gibt es kulante Arbeitszeiten und auch so ist es ein zukunftsorientiertes Unternehmen und das wollen wir alle haben. Also ich bin unglaublich stolz, dass mir in der Firma so viel zutraut wird und dass ich auch Sachen machen darf, wie zum Beispiel eine Zollprüfung. Also du sollst auf jeden Fall einen guten Humor haben, du sollst dich gut unterhalten können auch mit anderen Mitarbeitern, aber du sollst natürlich auch orientierungsbewusst arbeiten. Man soll da sehr lernfähig sein, weil die ganzen Prototypen brauchen einfach immer neue Ideen und neue Methoden, mit denen man arbeitet. Teamgeist, Engagement. Also ganz wichtig ist bei uns, dass du einfach eine volle Freude am Arbeiten hast, dass du motiviert bist und nicht, dass du denkst, boah, heute zahlt mich gar nicht. Ja, wie hat es dir gefallen? Es war super. Und du? Ich habe es interessant gefunden. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen.